Thorsten Marx, Wehrleitung der Verbandsgemeinde Saarbusch-Kell. Witterungsbedingt kam es gestern Abend zu einigen umgestürzten Bäumen hier im Bereich des Hochwaldes. Heute Morgen dann plötzlich einsetzender Schneefall mit beginnender Glätte. Dadurch ist hier auf der B407 Höhe Waldweiler ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite umgekippt. Der Fahrer war in der Kabine und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Er wurde durch die Feuerwehren befreit und anschließend dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Zurzeit ist die B407 in der Anschluss Waldweiler gesperrt für den Verkehr. Die Fahrbahn ist noch glatt. Die Straßenmeisterei wird sich demnächst hier mit Räumungsarbeiten beschäftigen. Der LKW verbleibt hier und wird durch ein Spezialunternehmen im Laufe des Tages geborgen. Im Einsatz waren hier die Feuerwehr Waldweiler, Schillingen, Mandern und, da es sich um einen LKW-Unfall handelt, auch die Feuerwehr Hermeskeil. Mein Name ist Daniel Gödert. Ich bin Bergungsleiter bei der Firma Steigranarbeiten und Geschäftsführer. Wir sind auf der B407 in der Nähe von Kell am See bei Waldweiler. Und hier ist heute Nacht auf schneeglatter Fahrbahn ein LKW verunfallt, ist in die Böschung gerutscht und hat sich danach auf der Wiese überschlagen und liegt jetzt auf der abschüssigen Wiese auf einer Schneedecke drauf. Wir werden mit einem Bergefahrzeug den LKW aufrichten, mit dem Kran gegenhalten, weil der LKW auch noch geladen ist. Und gleichzeitig mit einem zweiten Bergefahrzeug den LKW gegen Abrutschen sichern, weil es da unten drunter gefroren ist unter dem LKW und sonst der droht uns die Wiese runter zu rutschen, während wir ihn aufrichten. Eine Besonderheit ist es indessen, dass jede Bergung anders ist. Eine Routine kommt dabei eigentlich nie auf. Man hat zwar sein Vorgehen, wie man prinzipiell Vorgehen tut die meiste Zeit, aber eine komplette Routine kann man da nicht draus machen, weil jede Bergung ist anders. Sie müssen sich immer auf neue Situationen einstellen.